Glattatatatata. Ja, meine lieben Leute, seid unterhalten. Heute mal was vollkommen anderes. Aufgrund eines YouTubers, wo haben wir ihn denn jetzt? Habla, 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 habla. Jetzt müssen wir schauen. Genau, Mr. 1996 Steffen. Er hat DDR2 S0-DIM oder SO-DIM Notebook-Adapter für Mainboards gehabt. Da habe ich ihn daraufhin geantwortet. Es gab in früherer Vergangenheit oder in der Vergangenheit, der tiefsten Vergangenheit der Computerindustrie, sag ich schon mehr oder weniger, Fastpage und EDU-Modul-Adapter. Hier sind sie. Das Schöne an diesen Kollegen ist allerdings, dass in allen Richtungen einbaubar sind. Das demonstriere ich jetzt mal. Und zwar an einem, auch einen kleinen alten Schätzchen. An einem schönen alten... Ich muss andersrum. Andere Richtung. So. An einem BioStar 486er PCI Mainboard. Genau genommen ist das ein... wo schießen wir jetzt? Ein BioStar MB8433UUD-A Version 3. Von... 96, also 36. Kalenderwoche 1996. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hinkriegt. Ne, das ist zu abgespannt. Aber man kann hier ja das BioStar-Logo erkennen. Also sieht man schon mal, wie alt BioStar ist. Aber gut, zurück zum Thema. Da haben wir es ja. Ne? Diesen Sockel ist richtig, ich kann mal runter, weil das wird Fuchtelei jetzt hier werden. Immer darauf achten, das sage ich auch hier zu jedem von euch, egal wie alt die Hardware ist, immer vorsichtig antatschen, am besten auf den Chip selber, nicht auf irgendwelchen Kontakten oder sonst wo, weil wegen halt, ne? Ich habe keine ESD-Bänder, also das heißt, bzzzt, meine körpereigene Energie oder wenn ich mich auf den Teppich auflade, zerstört's. Anbei, das kann man leider auch in der Kamera nicht erkennen, das sind, was habe ich jetzt hier, 16 MB Fastpage-Module, 60 Nanosekunden, das war so 232er, so, ja. Na gut, bei diesem Modul kann ich ruhig drauf rumtatschen, da ist ja nun keine Elektronik, das ist eigentlich nur, ne, da schleift ja nur durch. Fuchtel ich erstmal die Kollegen hier raus. Natürlich, jetzt kann ich jetzt kein laufendes System präsentieren, weil ich meine alten Computer jetzt nicht auseinanderbauen möchte. Wer meine Videos verfolgt, ich habe da schon mal ein Video gemacht, wie ich lebe, oder meine Wohnung und wie ich lebe. Also da kann man auch so sehen, so ein paar von meinen Sammlergeräten erkennen. Ja, Gott, das ist eine Fummelei hier. Oh. Fummel, Fummel, Fummel. Danach natürlich bei dem von Mr. Steffen 1996, von Mr. 1996 Steffen ist natürlich, also die Adapter ist, sind, dass die nur an einer Seite einbaubar sind. Während diese alten Adapter, die sind wahrscheinlich auch vom Chinamann gebaut, so nicht. Allerdings würde ich sagen, sie gehören noch zu den Kuriositäten. Sie haben den Vorteil, sie sind in allen Richtungen einbaubar. Also wenn man jetzt die DDR Mainboard einbaut, sollte natürlich auch passen, dass man nicht mehr auf die Kontaktflächen rumgrapscht. So, wie man sieht. Klack, drin die Schose. Und nun kommt das Schöne, weil es auch nicht anders geht, die müssen andersrum eingebaut werden. Was sich aber gerade als eine kleine Fummelei herausstellt. Die Frage, in welcher Richtung? Da könnte man könnte theoretisch gesehen das Mainboard so mit exorbitant viel RAM ausstatten. Verdammte Axt. Das tut nun gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Weil es nämlich nicht sehr einfach ist. Auch diese Adapter sind so ein bisschen mach. Wenn ich mal den hinteren, dann ist es ein bisschen einfacher. So. So, dann würde das halt eben etwas abgespaceter aussehen. Ich habe es in der Vergangenheit vor, oh Gott, vor 10, 15 Jahren schon mal mit rum experimentiert. Auf einigen Mainboards hat es funktioniert, auf den anderen Mainboards wiederum nicht. Und da war es relativ Jacke wie Hose, ob du jetzt ein AMD oder ein Intel-System hattest. Damals war das anscheinend nicht so wie heutzutage. Einer hat in deinen Kommentaren auch selber geantwortet, dass es da RAM gibt, der nur auf AMD-System läuft. Ich habe selber so einen komischen RAM. So, dann wollen wir mal gucken, wie das dann ausschaut. Oder euch mal dann halt so zeigen, wie ihr seht. Ah, dann seht ihr aus Giedwag. Ja, wie man hört, bin ich aus Friese. Ne? So, ich lasse den ganzen Schick mal voll hier. So, ja.
So sieht der voll bestückt aus. Klatschen wir den auch mal rein. Jetzt will ich mal schauen, ob das überhaupt noch funktioniert dann mit dem anderen Rahmen. Sofern der andere reinkommt. Jetzt haut er mir ab. Der springt nicht an, die Olli, verrückte Sau. Ich stelle aber gerade fest, dass da ein bisschen Dreck drin ist. So. Bin mal gespannt, ob das überhaupt passt. Ich habe das erst jetzt. Was Gott, wie lange her, dass ich die nochmal wieder auspacke und mal präsentiere. Präsentiere, Gott, wie hat er ausgezahlt? So, wie die Nase. Oh mein Gott, er hat eine Nase. Da, so. Da muss man drauf achten. Wie man sieht, links und rechts, Edos FPs haben immer eine kleine Nase damals gehabt. Ja, natürlich die mittlere Nase, die man heutzutage von den RAM-Modulen ausgekennt, aber die haben halt an der Seite auch noch einen. So, jetzt fummelig hier. Alter, das ist ja echt eine Fummelei, guck doch mal. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Das ist ein bisschen anders als DDR 4 oder 3 oder 2. Hier ist irre wenig Platz. So. So, jetzt haben wir die anderen auch nochmal voll. Das wird, glaube ich, sehr befremdlich aussehen. Äußerst befremdlich, glaube ich. Ja. Leute, ich glaube gar nicht, wie Fummelei. Was für eine Fummelei das hier ist. Das ist ja schon, das geht ja schon im Bereich von wegen Perversität. Aber wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, diese Adapter haben funktioniert. Aber auch sehr widersprüchlich. Also mit dem einen Board hat es gelaufen, mit dem anderen wiederum nicht. Das ist immer sehr, sehr fummelig. Aber immer ist es halt eben vom BIOS zu BIOS unterschiedlich. Und das ist die einzige Hürde, die es dann hat, gibt. So. Jetzt hätte dieses Board demnach, jetzt habe ich, ja, 32, das sind jetzt 16, ich wollte sagen, 16 zu 32 Milliwatt, genau, so. Ja. So wird das dann voll bestückt aussehen. Total abgedreht, die Chose. Falls einer fragt, diese Konfiguration des Boards, gerammt, alles ist nicht verkäuflich. Dieses Board wird eingelagert oder ich werde es immer mal wieder aufbauen. Falls jemand fragt, wieso, weshalb, warum, was für ein Board es genau ist, wie gesagt, das ist ein altes 486er Board von 1996, wahrscheinlich eines der jüngsten. Es gab bestimmt mit einem AMD X533er, das heftigste, was es damals überhaupt gab. Der Prozess hat ungefähr Leistungsindex, musste auf den ersten Pentium 54C, 75 ungefähr Niveau ist, wäre das Board ungefähr. Ja, das sind halt so die Adapter. So, würde ich mal sagen, das war interessant, glaube ich, für einen oder anderen, glaube ich, ein interessanter Ausflug in die Computervergangenheit. Und dann bis dann, see you later, Alligator, und tschüssen.